nochmal auf die Bühne. Wir haben uns schon oft eingeheizt bei verschiedensten Veranstaltungen hier in Berlin. Chanson Punk vom Feinsten und teilweise echt tanzbar. Ja, der Platz füllt sich langsam. Schön, dass ihr alle da seid hier in Berlin heute. Ich sehe, aus dem Bahnhof kommen immer noch mehr Leute dazu. Das wird hier langsam voll. Wir beide werden euch heute durch den Nachmittag begleiten bei den Kundgebungen. Neben mir Jutta Sundermann, die als Bewegungsarbeiterin überall dort aktiv ist, wo es um kreativen Protest und lebendigen Widerstand geht, unter anderem auch bei ATTAC im Koordinationskreis. Ja, und am Nachbarmikro, das ist Jochen Stey, sicherlich auch vielen hier bekannt, schon 1997 bei X-Tausend mal quer Mitinitiator, heute Gesicht von Ausgestrahlt und einer von denen, die in einer tollen Bündnisarbeit diese Aktion hier heute möglich gemacht haben. Definitiv heute nicht in erster Linie um die Leute hier auf der Bühne, sondern um hier alle. Und deswegen haben wir gedacht, gucken wir mal, ob wir das rauskriegen, obwohl über euch viele Fahnen und Luftballons schon in der Luft sind, ob wir eine kleine Vorstellungsrunde machen können. Geht mit so vielen Leuten nicht im ganz konventionellen Sinne. Aber wenn ihr gemeint seid und eure Hand hochhebt, dann können die anderen das sehen und die können sich mitfreuen und laut applaudieren. So, wir fangen einfach mal an. Die Frage, wer von euch kommt hier aus Berlin? Hoch, hoch die Hände, möglicherweise die Fahne noch ein bisschen höher. Jawohl. Okay, und wer ist heute Morgen schon früh aufgestanden und ist angereist, hierher zu kommen? Ja! Wow! Das ist immer so, die mit dem kürzeren Weg, die kommen ein Stückchen später. Die Berliner kommen noch. Okay, die Berlinerin. Wer von euch hat schon mal gegen Kohlekraftwerke, gegen Tagebau oder gegen CCS demonstriert? Wow, das sind viele und ein Applaus für die vielen, denn der Widerstand ist wichtig. Wer von euch ist Mitglied in einer Energiegenossenschaft? Ja, die werden überall mehr. Wer von euch ist Mitglied der SPD? Bearbeiten, die können nämlich noch abstimmen über diesen Koalitionsvertrag. Wer von euch ist gegen Fracking aktiv? Ja, wir stoppen das Schiefergas und diesen Wahnsinn, was sie da in die Erde pumpen wollen. Wer von euch trägt jeden Tag beruflich zur Energiewende bei? Wer von euch ist heute zum ersten Mal auf einer Großdemonstration? Ganz bestimmt, das wird ein super Tag und ihr kommt wieder. Wer von euch kämpft nicht nur für die Energiewende, sondern auch für ein ganz anderes Wirtschaftssystem? Okay, da müssen sich ein paar Leute warm anziehen, glaube ich. Und wer, man sieht es ja schon ein bisschen an den Fahnen, wer war schon einmal auf einer Anti-Atom-Demonstration? Okay, eins ist klar, das ist heute eine besondere Demonstration, denn heute geht es nicht nur um ein Teilthema der Energiepolitik, sondern heute nehmen wir all das zusammen, die Kämpfe gegen die Kohle, gegen den Tagebau, gegen Fracking, CCS, gegen Atom. Aber es ist auch ein Bündnis mit denen, die für eine Energiewende kämpfen, vor Ort die Bürgerinnen und Bürger Energiewende organisieren. Diese Kräfte nehmen wir heute zusammen und so entsteht auch, das ist unsere Hoffnung, ein neues gesellschaftliches Bündnis und heute ist für uns der Anfang dieser Auseinandersetzung. Und wir können mutig und zuversichtlich sein, denn es ist nicht lange her, ihr wisst es noch, viele von euch haben schon mit der Fahne geschwenkt, vor 3 Jahren, da standen wir hier, da hat eine Bundesregierung die Idee gehabt, Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke zu beschließen. Wir haben ganz, ganz deutlich gemacht, wird uns nicht. Genau, und jetzt hat die Regierung wieder was beschlossen, wo wir sagen, ihr spinnt ja wohl und deswegen gehen wir jetzt erneut auf die Straße. Und wenn Frau Merkel denkt, sie kommt damit durch, dann hat sie sich geschnitten. So, wir fangen jetzt mit der Auftaktkundgebung richtig an. Die erste Rednerin kommt von weit her. Sie hat schon mit dazu beigetragen, schon 1986 nach Tschernobyl die ersten unabhängige Strahlmessstelle mit aufzubauen.
Und heute organisiert die Organisation Kampagnen gegen Fracking, gegen Atomsubventionen in der EU und gegen viele andere Sauereien, wie man das in Bayern so sagt.